General Atlantic hat ungefähr 300 Millionen für den 25% Stake gezahlt. Kurz die Brücke zu bauen, 1,8 Milliarden Enterprise Value, 350 Millionen plus an Minorities, die letztendlich vorher in der Newcom Group waren, und ungefähr einen Finanzierungsinstrument Pref Equity, was wir als Gruppe letztendlich auf die Newcom Group legen mit einem sehr attraktiven Zinssatz von 8%. All-in bringt uns zu einem Equity-Value von ungefähr 1 Milliarde, und dort 25% gezogen sind wir in der Größenordnung von ungefähr 300 Millionen, die als Kaufpreis geflossen sind. Auf der anderen Seite 350 Millionen haben wir dann wiederum genutzt, um die bestehenden Minderheiten aus dem Portfolio auszukaufen. Also gerade Oakley bei Verivox und Parship, und gleichzeitig die Gründer, die noch einen 25-prozentigen Anteil an billiger Mietwagen hielten, um dort letztendlich die Anteile an der Firma auf 100% aufzustocken. Ja, genau. Also das ist in der Tat so. Und das ist auch ein Vorteil unseres Setups. So, alles, was negativ sein kann, kann für uns auch immer positiv sein. Für unser Kerngeschäft, Fernsehwerbung, kann beispielsweise eine E-Privacy-Verordnung, so sie denn kommt, durchaus einen positiven Effekt haben. Weil sie nehmen durch diese Regulierung, die ich übrigens persönlich alles andere als sinnvoll finde, aus einer wirtschaftsstandortlichen, standortpolitischen europäischen Perspektive der Online-Werbung natürlich alle Möglichkeiten des Trackings und des Targetings, die cookie-basiert ist. Das Ganze wird dann sehr stark den großen US-Giganten in die Hände spielen, die schon sehr starke Kundendaten aggregiert haben, also Facebook, Google und Amazon, die auch die sogenannten Opt-ins haben. Für uns heißt das aber zunächst einmal, dass Online-Werbung in unseren Markträumen in seiner Effizienz geschwächt werden wird. Und was dazu führt, dass Werbungtreibende sich natürlich angucken, wo investiere ich meinen Werbeeuro, und den womöglich, und das halten wir nicht für unrealistisch, letzte Woche hat der Chief Marketing Officer von Unilever schon entsprechende Statements abgegeben, wieder mehr zu gucken, wo ist die Effizienz in der Werbung, ins Fernsehen zurückzugehen, also in die Reichweitenstärke der Werbung, weil dieser Cookie-Vorteil dann womöglich dann nicht mehr gegeben ist. Also in der Tat eine Chance, ein Upside-Potenzial. Ich sag mal, die 3.400% Anstieg vom Total Share Return ist schon mal nicht schlecht. Ne? Und was aber, glaube ich, viel wichtiger ist, dass die Company trotzdem gut für die Zukunft aufgestellt ist. Ne? Sie können natürlich das Geld den Shareholdern geben und die Zukunft vernachlässigen. Und ich glaube, wir haben mit unseren Investments unter Christoph Wahls Leadership im Bereich AdTech uns sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben die Investments in Ucom, haben wirklich einen guten Return produziert. Also von daher bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass wir zukunftsfit aufgestellt sind. Natürlich gibt es immer Dinge, die man besser machen kann. Ja. Ich glaube, dass wir inhaltlich, strategisch nicht viel falsch gemacht haben. Hätten wir es besser kommunizieren können, wobei bei dem einen oder anderen ist es auch vergebliche Liebesmühe, muss ich auch sagen, aber sicherlich kann man etwas immer besser kommunizieren. Und man kann auch Dinge in der Umsetzung besser machen. Aber ich glaube, wir haben im Summe mehr richtig als falsch gemacht. Die Ergebnisse geben uns recht. Ich gehe überhaupt nicht mit Wehmut, ich gehe mit Freude. Also wirklich. Mal morgens aufwachen, ohne auf die Quoten zu gucken, finde ich mal, glaube ich, ein Change im Lifestyle. Nicht mal im Hotel zu wohnen, finde ich einen guten Change im Lifestyle. Und ich glaube, dass das Team hier stark ist und gut ist. Ich bin von daher also null Wehmut und werde die Medienbranche wirklich als sehr interessante Branche in Erinnerung behalten.